My name is Konrad Koch. I am your English teacher. This is a ball. A football. Fußball? Versuchen Sie es mal. Lassen Sie mal so richtig Dampf ab. Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Film der Woche. Passend zur Fußball-EM ist es heute der deutsche Film Der ganz große Traum aus dem Jahre 2011. Ein Film von Sebastian Grobler mit Daniel Brühl in der Hauptrolle. Er spielt darin eine historische Gestalt. Im Jahre 1874 nämlich hat Konrad Koch, ein unbesungener Held der Sportgeschichte, das große Werk vollbracht und den Fußball nach Deutschland gebracht. Und zwar in seine Schule in Hannover. Er war in England, hat dort das Spiel kennengelernt und meinte, damit könnte ich meine Jungs doch begeistern. Das ist auch gelungen. Allerdings war das Lehrerkollegium überhaupt nicht begeistert davon. Die fanden das alles vollkommen albern und haben überhaupt nicht verstanden, worin die Faszination dieses Spiels bestehen soll. Daniel Brühl spielt diesen Mann sehr schwungvoll mit diesem jungenhaften Charme, der auch ein Markenzeichen geworden ist für diesen inzwischen international berühmten Schauspieler. Und es ist ein großer Genuss auch zu sehen, wie liebevoll der Film ausgestattet ist, wie gut er gespielt wird. Es sind hervorragende Schauspieler dabei, wie Burkhard Klausner und Axel Prahl. Auf jeden Fall eine sehr schöne Erinnerung an eine ja heute unvorstellbare Zeit, als Fußball etwas Exotisches, Fremdes, Unverständliches war in Deutschland. Der ganz große Traum ist natürlich auf DVD erschienen und dies war unser Radio 1 Filmtipp der Woche. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.